Es gibt heute immer mehr Menschen, die unruhig werden. Es sind zum Teil hochbegabte Menschen. Dann sind es auch solche, die feinstofflich sehr fein sind und wach. Und sie waren auch schon bei mir. Nun aber geht es darum, dass diese Menschen nun gerufen werden in ihrem Ringschluss, in ihrem Karma, in ihrem Schicksal aufzuräumen, alles richtig zu stellen und dem Lichte zu dienen. Nun, sie wollen ja dem Licht dienen und sie wissen auch wie und wo und was. Aber was sie noch hemmt, ist das, dass sie nun im Ringschluss von allem, was sie an sie herankommt, was noch dunkel ist, was noch Schwäche zeigt, dass sie da im Ringschluss nun aufräumen müssen. Wie zeigt sich das? Es zeigt sich heute, dass nun dieses hohe Licht in die Menschen kommt und in ihnen etwas verursacht. Es ist ein Lichtstau, der entsteht wie eine Verbrennung innerlich, die einen Schmerz verursacht. Warum geschieht nun dieser Schmerz? Denn das Licht prallt dort auf, wo ein Stau entsteht in der Seele, wo also der Mensch nicht aufräumt, wo der Mensch nicht stark bereinigt, wo er all das noch übersieht. Oder es hemmt ihn noch, dies und jenes zu tun im Handeln für das Licht. Denn steht der Mensch im Licht und er ist im Handeln drin, dann wird das abfallen. Es fällt das Schwäche, die Schwächen fallen ab und in diesem Handeln wird alles gereinigt. Nun geschieht ja, dass die Erde angehoben wird und der Menschengeist mit angehoben werden soll. Und das geschieht nun. Es geschieht aber in erster Linie im Geistigen. Das heißt, der Geist wird mitgenommen, angezogen, er wird mit verbunden. Es ist dem Geist klar, was passiert. Aber unbewusst und nur wenige können das bewusst wahrnehmen, denn der Körper ist leider noch nicht so weit vom Menschen, von den Menschen. Also auch die nicht, die schon ganz hell sind und wach und sie wollen davonstürmen und in die Handlung gehen und dies und jenes tun jetzt für die Menschen. Im Licht. Auch ihre Körper müssen nun umgewandelt werden, da es drängt. Da es drängt, denn die Erde geht ganz schnell in eine neue, höhere Bahn. Werdet euch das bewusst, denn eure Körper schmerzen euch manchmal oder sie sind ab und zu sehr, sehr müde. 2 Tage lang, 3 Tage lang. Aber lasst es zu, denn das ist gewollt. Ihr solltet dann nicht rumspringen, sondern euch Ruhe legen. Gönnt eurem Körper die Ruhe. Denn lasst dem Lauf die Dinge. Hier wirkt auch wieder dieses Wort, lasst dem Lauf die Dinge. Und wenn ihr das tut, im Bewusstsein, dass ihr immer noch im Licht steht, kraftvoll, dann wird sich das für euch auswirken. Es wird für euch arbeiten. Also seid in der Überzeugung dafür stehend, dass ihr nun angehoben werdet mit der Erde. Denn der Mensch muss mitgehen.
Nun denkt ihr vielleicht an all diejenigen, die irdisch materiell sind. Ja, schaut doch die Menschen an, die irdisch materiell sind. Sie wollen auch heute in der schweren Phase der Erde, des Coronavirus, sie wollen auch heute immer noch mehr Anhäufung. Sie kommen davon nicht los. Irdisch materiell, sie wollen immer noch mehr. Und wenn sie Macht haben, wollen sie noch mehr Macht. Und wenn sie Einfluss haben, wollen sie noch mehr Einfluss. Sie wollen immer mehr. Sie wollen die absolute Macht. Der Kleine wie der Große. Achtet darauf. Der Kleine wie der Große. Ihr denkt nur an die Großen. Aber genauso erfasst es die Kleinen. Die einfachen Arbeiter, die ja, Tag ein, Tag aus ihre Arbeit nachgehen, auch sie haben diesen Einfluss schon längst gepackt, in sich aufgenommen, diesen irdisch nur materiell denkenden Menschen Einfluss. Und wir wollen nun an dasjenige denken, was voransteht, was vorangeht, was im Hohen, Reinen sich verbinden will. Es sind die Menschen, die lichtgewollt sind und die nur Gutes wollen auf dieser Erde. Nun aber drängt es, dass nun das Licht sie auffordert, ins Handeln zu gehen. Denn sonst werden sie unruhig. Gehen sie nicht ins Handeln, bleiben sie unruhig. Versteht das wohl. Ihr werdet immer unruhiger, so ihr nicht ins Handeln geht. Denn bedenkt, dieses Licht, das in sich, in euch gesenkt hat, das muss nun bearbeitet werden. Es muss bearbeitet wieder hinaus, wieder auf Arbeit zugehen im Lichte. Nur so im Geben und Nehmen geschieht Großes. Und ihr seid hier auf der Welt nun, um das Große zu bündeln. Das Große muss nun gebündelt werden von einigen in Gruppen, einzelne dastehend, für das Licht Seiende wirken. Und dann, wenn das Große gefordert ist, ist dann auch der Mensch bereit, als Glied mitzuwirken im großen Räderwerk der Schöpfung, im Räderwerk des Schöpfers. Ja, das Räderwerk. Schaut nicht zu viel auf die Politiker, was sie tun. Schaut auf das große, durchdringende, feinstoffliche Räderwerk. Denn das zählt, das ist das Leben. Ja, das ist das Leben. Das feinstoffliche Räderwerk des Schöpfers. In diesem Sinne, macht euch Gedanken. Markus Pösch.